Recht herzlich willkommen zur 21. Folge von Planet Nomads. Kein Update. Weiter geht's. Wir sind hier unten noch im Loch drin, da müssen wir erstmal raus. Da war es nicht. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wo ist die Station? Hier hoch. Also wir haben uns erholt in der Nacht, beziehungsweise als wir geschlafen haben. Jetzt geht's besser. Ah, da ist es. Jetzt müssen wir irgendwie erstmal was zu essen noch haben. Und ja, eigentlich müssen wir auch noch trinken kriegen wieder, ne? Am besten trinken ist 78, das geht sogar. Gucken wir mal hier rein. Ja, da, Purified Water. Da machen wir den. Die Früchte können wir da reinpacken. Wir können die Früchte dann machen. Und ja, kriegen wir hin, oder? Zweimal das Ganze. Das können wir eigentlich auch machen, ne? Ja. Ja. Sollten wir auch machen. Da können wir auch Dingens Biomasse machen, ne? Biopaste, nicht Masse, Paste. Mal ein bisschen mehr, 10 Mal oder so. So, wunderbar. Dann nehmen wir die trockenen Früchte und können wir auch essen. Weil wir haben Hunger, müssen wir wegkriegen, ne? Und das frische Wasser rein. Und dann nehmen wir noch mehr. Läuft's, ne? Jetzt nehmen wir das getrocknete Fleisch. Jetzt haben wir das verloren. So. Jetzt haben wir was zu essen, zu trinken und da machen wir noch. Gut. Dann gehen wir mal raus und ja, schauen wir mal weiter, oder? Wir brauchen mehr Kräuter. Ist in dem Gewächshaus noch was drin? Kräuter. Samen. Hier haben wir Dingens. Die Biopaste noch rüber. Können wir einmachen. Nee, das ist ja falsch. Das wollen wir ja gar nicht. Ach so, die laufen schon. Dann wollen die machen, ne? Läuft das jetzt oder läuft das nicht? Ich weiß es auch nicht. Ah, doch, es läuft. Dauert nur lange, ne? Ja, 5 Minuten dauert das. Können wir erstmal. Ja, draußen regnet es jetzt gerade. Können wir hier das so lassen, ne? Das passt, das passt. Da alles gut. So, jetzt brauchen wir eine trockene Stelle vielleicht erstmal. Okay, da nicht so wirklich, ne? Kriegen wir das heile? Jo. So, können wir das Licht anmachen? Nein, das muss noch verbunden werden. Okay. Bisschen vorgehen. Jo, ordentlicher Schauer, ne? Gut, da brauchen wir einen oder haben wir ne, zwei. So. Und dann machen wir das mal. Und wir wollen was machen? Ein paar Rahmen. Und Platten brauchen wir auch noch, damit wir die Bänder bauen können und so, ne? Und das reicht erstmal, oder? Da könnten wir noch ein Dach hin machen und hier brauchen wir noch, ja, Plating. Also Metallplatten. Passt. Fertig. Und dann müssen wir Dingens ein Dach noch bauen. Das ist der Boden, das ist das Dach. Müssen wir die 8 haben. Gucken, wie wir die da reinkriegen. Na super, sieht toll aus.
Kriegen wir das irgendwie so hin? Ja, da. Glock. Oh, wir haben keinen Rahmen. Okay, also die sind ja auch noch eine Maschine. Müssen wir jetzt rausnehmen, ne? Drücken, dann ist es weg. Und dann nehmen wir die da oben raus und darüber. Die Platten können wir gleich auch mitnehmen. Und das war's. Wir können noch mehr aber davon machen, ne, oder? Nochmal drei. Paar Platten noch in, oder? Ne, lass mal erst. Gehen wir da raus und dann die 8 nochmal. Das Dach bauen. Wunderbar. Tab drücken und dann bauen wir es auf. Wunderbar. Und jetzt haben wir 4 Platten als Dach. Da ist Licht. Der geht noch nicht, der Strom. Gibt es was Neues schon hier irgendwie? Ich glaube, das hatten wir schon alles, oder? Aber wir müssen da an den Generator dran wegen dem Licht. Okay, C. Und da. Das war Disconnect, okay. Und Connect. Und dann da hoch zum Dach und das Licht. Passt, läuft. Schön hell, ne? Nutrition level dropping. Oh, wir haben schon wieder Hunger. Gut, können wir das trockene Fleisch noch mal essen, ne? Läuft. Das Licht läuft. Was machen wir jetzt? Wir brauchen noch Kräuter. Haben wir da. Das ist noch nicht ganz fertig, aber wird wohl noch werden. Irgendwie brauchen wir noch ein Auto, damit wir mal ein bisschen weiterfahren können. Vielleicht gibt es dann irgendwo mehr Kräuter, ne? Läuft gerade nicht so prickelnd dadurch. Ja, was müssen wir machen, damit es vor der Räder sehe ich nicht. Irgendwie noch nicht, keine Ahnung. Was ist das hier? Okay, eine Waffenmaschine oder sowas. Jack-Tool haben wir hier. Okay. Haben wir schon, haben wir. Wende, was ist das? Motor? Ne, das ist der 3D-Drucker. Ja. Machen wir den dann, ne? Das sind drei Rahmen, zwei Platten, zwei mechanische Teile und drei elektronische. Okay. Dann müssen wir gucken, dass wir die machen. Wir haben zwei, da haben wir zwei, da haben wir auch zwei. Das heißt, wir brauchen die elektrischen Teile müssen wir machen und einen Rahmen. Gehen wir zurück. Machen wir mal gerade auf. Einen Rahmen brauchen wir. Zwei Dings haben wir. Da brauchen wir drei von. Machen wir die auch. Nehmen wir den Rahmen. Und dann müssen wir gerade warten, bis die elektronischen Teile fertig sind, ne? So, drei Stück. Nehmen wir auch. Na, wir haben sechs da. Eben waren noch welche drin, obwohl. Aber nicht schlimm. Jetzt gehen wir hier rüber und dann überlegen wir, wo wir den hinbauen. Dieses Ding hier, Compact Armory. Machen wir das Licht weg, das brauchen wir erstmal nicht, da haben wir genug Licht hier. Bauen das da mal rein und dann drücken wir die 7 und dann müssen wir das irgendwo hinstellen. Machen wir da hin. Ich glaube, hier ist gut, oder? Ja. So, dann aufbauen. Zusammenschweißen, fertig und kann aufmachen. Da fehlt Strom. Müssen wir einmal rumlaufen. Geht auf jeden Fall noch. Und das war falsch.
Nee, Roland ist es nicht. Wer war das denn jetzt noch? Warum kommt das C nicht? Ist der ausgelastet? Nee, oder? Nee. 160, 250 läuft. Achso, Tab müssen wir drücken. Und dann C. Dann müssen wir den ausgemacht oder was? Also kriegen wir nicht verbunden. So. So. Hä? Nee, das wird falsch gelaufen. So. Den mit dem verbinden, passt. Und jetzt sind das rote Kabeldingens, weil wir wahrscheinlich kein Dingens mehr haben. Power haben. Ne, ich habe das eben ausgeschaltet, oder? Dann macht das trotzdem da rein. Ein bisschen viel, mal weniger. So, 10er-Pack mit Steuerung war das. Reicht so, kann man den hier einschalten. Back online to continue production. Okay, also hier ist es ausgemacht, wir sollen es wieder einschalten, damit es läuft. Okay, Switch, nee, aber das war jetzt nicht so richtig. Ja, da draufklicken lohnt nicht, ne? Das geht nicht, aber. Ja, müssen wir. Ne, open. Wie war das denn jetzt noch? Ach so, mit C war das. Mit Tab war das. Dann kriegen wir das. Aber so müsste da auch angehen, oder? Komm nochmal. Jetzt war falsche Taste. So, jetzt nochmal. C. Einschalten. Und. Da. So, jetzt haben wir's. So, jetzt läuft das und jetzt können wir da reingucken. Okay, das ist irgendwie so eine schöne Sache hier. Rüstung ist auch dabei. Also Tank, ein Dings, Sauerstofftank, Schlafsack. Hier ist ein Active Laser Medium, also eine Lasereinheit. Und wir brauchen Silikon, also Silikon nicht, sondern sag schon Kohlenstoff und Silizium. Oder das war doch Kammer, naja. Jetzt können wir den machen. Machen wir doch mal einen. So, da brauchen wir ganz viele Sachen. Ja, gut. Da machen wir erstmal einen und läuft. Gehen wir raus und dann kann man mehr machen. Okay, das ist irgendwie eine Krankenstation oder was? Das hatten wir vorhin woanders, das verschiebt sich hier also. Jetzt die Frage, was dazwischen gekommen ist, ne? Der ist dazu gekommen hier, dieses Schlafzimmer sozusagen. Und was ist noch dazwischen gekommen? Aber das müssen wir auf jeden Fall machen, damit wir uns besser ausruhen können, denke ich. Das ist wichtig. Ich denke, den machen wir als nächstes auch. 4 Rahmen, 3 Metallplatten, 2 Elektronetteil, ein mechanisches Teil. Und jetzt brauchen wir erstmal diese Ressourcen, damit wir da weiterkommen, ne? Und dann müssen wir nur gucken, wo wir die zusammenkriegen, ne? Ja. Gehen wir da lang. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt Kräuter, damit wir Wasser kriegen, ne? Das ist auch so ein Problem. Da können wir was abbauen. Nix. Da ist ein Loch. Nix. Das können wir auch noch. Aber hat auch keine Kräuter gebracht, ne? Hier oben nochmal probieren. Machen wir das ab. Hat auch nichts gebracht. Nix. Da unten ist noch einer. Wir brauchen jetzt mehr Kräuter, definitiv. Irgendwie ist er gehangen gerade.
Nix. Da ist noch so ein Felsen, den wir abbauen können. Schöne Rohstoffe sind da eigentlich immer drin. Oh, super. Weg ist er. Dann hier noch ein bisschen gucken. Nix. Nix. Ups. So, wieder Durst. Nix drin. Tun wir das jetzt hier? Nö. Auch nix. Auch nix. Ja, das ist ein bisschen doof, ne? Das wie immer das Suchen, ne? Da ist ein Tier, oder? Was ist denn das? Okay. Ja, sieht nach irgendeinem Vierbeiner aus da. Keine Ahnung. Nehmen wir den da noch weg. Bringt auch nichts. Dann die. Greift uns an. Macht nichts zurzeit. Das kommen wir nicht dran, müssen wir näher ran. Okay. Der geht aber weg. Kommt nicht zu uns, okay. Oh, ich glaube aber, jetzt kommt er, oder? Ich glaube, wir fliegen mal besser weg. Da oben drauf, dann kann er uns nicht kriegen, oder? Na, jetzt haben wir drüber gesetzt, aber ich glaube, er kommt trotzdem nicht, oder? Ein Stück weg und gucken, wo er ist. Kommt nicht, ne? Ist da geblieben, gut. Hier noch ein paar Rohstoffe und da ist nichts rausgekommen. Das, Biomasse. Da rechts steht er, ne? Das ist ja. Gut, hier haben wir wieder so einen Felsen. Hauen wir den noch ab. Suchen wir noch einen Eiter nach Kräutern. Und naja. Dann brauchen wir Wasser halt und ja. Soll's soweit sein. Das Wichtige ist Wasser, ne? Gut. Okay. Aber dann will ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!